Sauberes Wasser ist ein kostbares Verbrauchsgut, das nachhaltig geschützt werden muss. Seine Reinigung ist eine heikle ökologische Aufgabe und eine große Verantwortung gegenüber der Natur. Bei uns verbraucht ein Mensch täglich etwa 150 Liter Wasser fürs Kochen, Waschen, Duschen und beim Spülen der Toilette. Schmutziges Wasser entsteht auch in der Industrie und beim Gewerbe. Katzenstreu, Hygieneartikel, Feuchttüchlein, Speiseöl und Speisereste dürfen nicht hineingeworfen werden. Gefährlich kann es bei Medikamenten und Chemikalien werden. Sie sind oft giftig und kaum oder gar nicht abbaubar. Diese Gegenstände gehören in den Hausmüll oder in eine Sondermülldeponie. Der Abwasserverband Region Zurzach hat seinen Hauptsitz in Bad Zurzach. Mit modernen Anlagen stellt er die Reinigung der Abwässer im 4 Gemeinden umfassenden Einzugsgebiet sicher. Zum Zweckverband gehören Koblenz, Sieglisdorf, Mellikon und Zurzach mit den Ortschaften Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon, Reckingen, Rietheim, Rümikon und Wieslikofen. Rund 20 Kilometer lang sind die Sammelkanäle und Druckleitungen des verbandseigenen Kanalisationsnetzes. Damit wird das Abwasser zur Ara in Bad Zurzach geleitet, wo es gereinigt wird. Ein gut funktionierender Abwassertransport braucht zahlreiche Baulichkeiten. Im Einzugsgebiet befinden sich 4 Pumpwerke, 6 Regenbecken, ein Fangkanal sowie 11 Regenentlastungsanlagen. Bei Regenwetter gelangen zusätzlich große Mengen Wasser in die Kanalisation. Solche Regenwassermengen kann eine Kläranlage nicht aufnehmen. Das anfallende Regenabwassergemisch strömt deshalb vor der Kläranlage in große Regenbecken, wo sich Grobstoffe absetzen können und das Überwasser in die Vorfluter geleitet wird. Nach dem Regenereignis werden die im Regenbecken abgesetzten Stoffe in die Kanalisation entleert und der Ara zugeführt. Nun beginnt die Abwasserreinigung, welche in 3 Stufen erfolgt. Mechanisch, biologisch und chemisch. Widmen wir uns zuerst der mechanischen Reinigung. Das heranströmende Abwasser wird aus dem tiefer liegenden Zulaufkanal in die Kläranlage befördert. Dies geschieht mit Förderschnecken. Angeschwemmte Feststoffe wie Holzstücke, Feuchttüchlein, Plastik, Papierfetzen oder Zigarettenstummel etc. werden mit einer Rechenanlage aus dem Abwasser entfernt. Die Feststoffe werden in einer großen Mulde gesammelt und schließlich in einer Kehrichtverbrennungsanlage entsorgt. Im Sandfang und Fettfang wird aus dem Abwasser der Sand entnommen. Durch Lufteintrag werden Sand und Schwebestoffe wie Öle und Fette getrennt und der Sand setzt sich ab. Der Sand wird abgesogen und entsorgt. Die aufschwimmenden Fette werden abgezogen und der Faulung zugeführt. Im Vorklärbecken können sich absetzbare Stoffe und Fäkalien während rund einer Stunde langsam absetzen. Der Flotationseffekt bewirkt zudem, dass Schwimmstoffe wie Öle und Fette an die Oberfläche treiben und entfernt werden können. Der durch die abgesetzten Stoffe entstandene Schlamm wird mit einem Kettenräumer abgezogen und in einen Stapelbehälter befördert. Die mechanische Reinigung ist beendet. Im Abwasser befinden sich nun noch Verunreinigungen in gelöster Form. Die biologische und chemische Reinigungsstufe umfasst im Wesentlichen das Belüftungsbecken und das Nachklärbecken. In der biologischen Reinigungsstufe werden Milliarden von Bakterien zu wertvollen Helfern. Sie bauen während einer Dauer von mehreren Tagen einen großen Teil der noch verbliebenen Verunreinigungen ab. Damit die Bakterien, in der Fachsprache Belebtschlamm genannt, ihre Reinigungsarbeit effizient leisten können, müssen sie mit Luft versorgt werden. Durch kleine Öffnungen wird Luft ins Wasser gepresst, aufsteigende Luftbläschen sorgen für eine gute Durchmischung von Nährstoffen, Sauerstoff und Bakterien. So vermehren sich die Mikroorganismen ständig und bleiben aktiv. Unter dem Mikroskop sieht man die Bakterien, welche das Abwasser reinigen. Im Biologiebecken findet auch der chemische Reinigungsprozess statt. Durch Beigabe von Fellmitteln können die im Wasser gelösten Phosphate ausgeschieden werden. Das Abwasser gelangt nach dem Belüftungsbecken in das Nachklärbecken. Hier kann sich der restliche Belebtschlamm mit den ausgefüllten Phosphaten langsam absetzen.
Der abgesetzte Schlamm wird mit einem Kettenräumer abgezogen und in das Belüftungsbecken zurückgeführt. Im Abwasser befinden sich immer noch winzig kleine Schadstoffe von Medikamenten und Chemikalien. Diese organischen Spurenstoffe sollen künftig mit zusätzlichen Filteranlagen oder durch eine Behandlung mit Ozon dem Abwasser entnommen werden. Das gereinigte Wasser kann somit in einen Fluss oder See geleitet werden. Der Schlamm aus dem Vorklärbecken wird zusammen mit dem überschüssigen Schlamm aus der Biologie entwässert. Anschließend wird er im Wärmetauscher auf 38 Grad erwärmt und in den Faulturm geführt. Hier fault der Schlamm während ungefähr 3 Wochen in einem geschlossenen Behälter aus. Bei diesem Gärprozess entsteht wertvolles Methangas. Nach dem Faulvorgang wird der Schlamm noch weiter entwässert in einem Stapelbehälter zwischengelagert und dann in einer speziellen Verbrennungsanlage entsorgt. Das im luftdicht abgeschlossenen Faulturm entstehende Methangas wird in einem großen Gasbehälter gespeichert. Mit diesem Gas wird der Faulturm beheizt und im Winter auch die Gebäude. Das Gas treibt ein Blockheizkraftwerk an, welches Strom erzeugt, um einen großen Teil der Kläranlage zu betreiben, und gleichzeitig beheizt es den Faulturm und die Gebäude. Die ARA hat im Jahr 1977 ihren Betrieb aufgenommen. Seither agiert sie im Bestreben, die Anlage mit modernsten Technologien auszurüsten und auszubauen, um den Anforderungen des Bevölkerungswachstums gerecht zu werden.